Ihr wisst alle, wir wissen alle, es gibt in Österreich unglaublich viele Titel, daher auch viele Titelträger, aber es gibt einen Titel, der ganz, ganz, ganz sparsam verliehen wird. Und das ist der Titel Kammersängerin und Kammersänger. Und es ist auch, muss ich unbedingt dazu sagen, kein Titel, der so ungefähr heißt, naja, in 2, 3 Wochen schickt man es in Pension und dann sind wir sie los und jetzt haben sie einen Titel auch nicht. Nein, überhaupt nicht. Es ist ein Titel für Künstlerinnen und Künstler, die voll im künstlerischen Leben stehen, mit großer Begeisterung und Liebe, so wie ihr beide. Ja? Und liebe Melba, seit 2004 bist du hier im Ensemble der Volksoper und hast unglaublich viele große Partien gespielt, meine Damen und Herren. Ich zähle sie jetzt nicht auf, ich will sie nicht langweilen, aber ein paar nehme ich trotzdem heraus. Und zwar Gretel Alma Viva, Donna Anna, Ariadne, Tosca und natürlich die Turandot. Und du, lieber Vincent, bist seit 2010 fixes Mitglied und hast angefangen mit dem Prinzen zu John, dann Cavaradossi, Manrico, Hoffmann, Don José und natürlich den Kalaf. Und ich denke mir wirklich, wenn du diese berühmte Arie Nessun Dorma singst, glaube mir, kein Mensch schläft hier. Antrag aus dem Haus geben muss und es geht bis zum Bundespräsidenten rauf. Und deshalb darf ich da kurz vorlesen, weil der Bundespräsident vielleicht den Titel. Der Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport bekundet, dass der Herr Bundespräsident mit Entschließung vom 17. Februar 2022 Frau Melba Ramos Gesangssolistin den Berufstitel Kammersängerin verliehen hat. Herzliche Gratulation. Gratulation, Herr Schirmacher.
mir eine große Ehre, das Ganze. Aber ich bin nie eine Person von vielen Worten gewesen. Ich will nur sagen, vielen Dank an meine Kollegen, an das Publikum, die ohne euch nichts gewesen wäre, natürlich. Und alle die Personen, die irgendwie verantwortlich waren, dass ich hier gekommen bin, vielen Dank. Vielen Dank an alles. Und an meine Kollegen auf der Bühne. Dankeschön. Herzlichen Dank und ich möchte ein herzliches Dank an unsere Direktor der Volksoper und vor allem die Mitarbeiter hinter der Bühne und auf der Bühne, der uns seit Jahrzehnten immer unterstützt hat, einen großen Applaus bieten. Ohne euch wäre das nicht. Wurde ich geboren. Wenn man so sagt, einem Made in, hätte ich dann keine Originalantwort gefunden. Aber danke das Publikum und danke liebe Freunde, habe ich in Österreich die Wurzel gefunden. Und ein ganz besonderer Dank an die Familie Wiedowski. Danke an meine Freunde. Danke, dass ihr mir in Österreich, in Wien, eine Heimat gegeben habt. Dankeschön.